Am 9. Oktober gedenkt Halle am ersten Jahrestag des rechtsextremen und antisemitischen Terroranschlags der Opfer. Eingeladen sind Vertreter jüdischer Gemeinden und Organisationen, Angehörige der Opfer und Betroffene des Attentats sowie Engagierte aus der Zivilgesellschaft. Dabei seien auch der Opferbeauftragte der Bundesregierung Edgar Franke und der Antisemitismusbeauftragte des Bundes Felix Klein. Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration teilte dazu mit, dass man sich zu der gemeinsamen Verantwortung, Antisemitismus und Rassismus zu ächten, Wachsamkeit zu üben und derartigen Angriffen präventiv den Nährboden zu entziehen, bekennen wolle. Zudem ist eine Demokratiekonferenz geplant. Themen sind aktuelle Forschungsbefunde sowie Strategien zur Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus. Wegen Corona können nur wenige Interessierte teilnehmen. Es erfolgt eine Übertragung per Livestream.